Ja, hallo und herzlich willkommen, liebe Community, hier zurück zu Planet Crafter mit mir, dem Chrissy Schnizzy. Immer noch in der Early Access hier auf unserem Planeten. Und ja, ich hatte ja in einer der letzten Folgen schon gesagt, hier geht's bald los mit Wasser und so. Und ja, die Hinweise kamen auch in der Community schon in den Kommentaren, dass ich hier meine Basis auf jeden Fall nicht mehr weiter betreiben sollte. Das war mir aber auch schon klar in der vorhergehenden Folge, dass wir das umbauen müssen. Das heißt, wir werden jetzt in den nächsten Folgen erstmal unsere Basis umziehen. Ich habe mir überlegt, dass wir die vielleicht da oben hinziehen oder vielleicht da ganz oben, ich weiß es nicht. Mal gucken, irgendwo hin, auf jeden Fall. Rucksack T5, na siehste, ist doch geil. Ich würde ja sagen, da oben irgendwo hin, weil, dann können wir nämlich auch den Erdbohrer umsetzen, denn der Erdbohrer, das habe ich jetzt auch nochmal nachgelesen, der Erdbohrer bohrt nur das aus der Erde, was in dem Gebiet auch vorgesehen ist. Ja, das bedeutet, hier gibt es ja kein Aluminium, also bohrt er hier auch kein Aluminium rein. Seht ihr ja, ne? Ist ja kein Aluminium drin. Das heißt, wir müssen den Erdbohrer auf jeden Fall dahin stellen, wo Aluminium ist, damit der halt auch Aluminium ausbohrt. Ja, und das ist ja da hinten in dieser Höhle der Fall. So, der nächste Tipp, der aus der Community kam, war ja dann auch die Geschichte mit, du kannst jeden Raum benutzen, jeder Raum, der hat Sauerstoff, ja, und genau das ist mir auch schon aufgefallen, man muss in diesen Räumen gar nichts installieren, man muss nur so einen Raum bauen und dann hat man ja schon Sauerstoff und genau das ist das, was wir tun werden. Wir werden unsere Hauptbasis umbauen, da oben auf dem Berg hin, dass hier Wasser sich bilden kann. Ihr seht ja schon, hier steht ja schon das Wasser, ne, und irgendwann können wir unsere Basis nicht mehr betreiben und wir werden natürlich dann hier auf dem Wasser auch noch irgendwelche Experimente drauf bauen. Das hatte ich ja auch schon gesehen, dass da sowas gibt, Oberflächenskimmer und all so ein Schnatter, um Oberflächenwasser zu gewinnen. Und wir werden an den neuralgischen Stellen, wo wir dann eben hinwollen, werden wir auch noch Basen bauen. Also, dass wir da halt Wasser, Sauerstoff und so weiter haben, dass wir halt nicht jedes Mal zurück müssen zu unserer Hauptbasis. Ja, das ist ja sozusagen unsere Startbasis gewesen. Das muss ja gar keine Startbasis mehr sein. Das kann ja auch einfach nur eine normale Basis sein. Ja? Also, das ist der Plan. In dieser Folge werden wir das natürlich nicht komplett umsetzen können. Wir müssen nämlich uns die Taschen leer machen, müssen den Schnatter da rüber schleppen, müssen alles abbauen da drin und müssen das da hinten wieder aufbauen und dann müssen wir ja gucken wegen Strom und naja, wir werden also in der Zeit keine MTIs, also keine TIs herstellen. Das ist aber auch okay, weil ich ja eigentlich in der Zeit auch gar keine herstellen will, denn je schneller wir die TIs jetzt herstellen, desto eher ist das Wasser hier da. Ne? Deswegen müssen wir jetzt hier ein bisschen aufpassen. Was ich auf jeden Fall machen möchte, ist, ich möchte dort erstmal einen Herstellungscontainer hinbauen, also so ein Herstellungsgerät, um Sauerstoffkapseln und Wasser herzustellen, also zumindest Wasser. Essen müssen wir mal gucken, das haben wir ja nur hier. Müssen wir vielleicht mal sehen, ob wir dann auch vielleicht schon mal Essen anbauen. Die sind aber auch ziemlich teuer, diese Züchter. Ich weiß gar nicht, was es kostete denn so ein Züchter. Moment, hier haben wir VeggieTube T3. Ja, ach, VeggieTube sei ich schon, Mann. Ich wollte doch einen Züchter. Züchter. Hier ist ein Züchter. Ja, okay. Aluminium, Eisen und eine Wasserflasche. Okay. Müssen wir gucken, dass wir nochmal ein bisschen Aluminium besorgen. Haben wir ja noch ein bisschen was. Also, wie gesagt, wir könnten auf jeden Fall da oben auf dem Berg eine Basis bauen, dass wir dann während des Umbaus jetzt nicht sterben, aufgrund dessen, dass wir keinen Sauerstoff haben und keinen hast du nicht gesehen. Ja. Also von daher würde ich erstmal da oben jetzt anfangen. Ich würde jetzt auch hier noch nichts wegbauen. Das machen wir dann noch, wenn wir da oben unsere Basis erstmal soweit haben. Jetzt erstmal einen Raum bauen. Da brauchen wir Eisen und Titan. Das gibt es ja hier zuhauf. Also zumindest da, wo wir es noch nicht weggefräst haben. Und dann fangen wir erstmal an, hier oben unsere Basis zu bauen. Einfach um dann aus dem Wasser rauszukommen. Weil, wie gesagt, das Wasser wird kommen auf jeden Fall. Das wissen wir ja schon, dass es kommen wird. Wir sehen es ja auch schon. Ja, da bildet sich auf jeden Fall Wasser. Und wir werden hier oben auf der Basis, also hier, wo unsere Basis dann sein wird, werden wir unten drunter natürlich das ganze Erz schon mal wegformen, dass wir das nachher nicht hier unter der Basis haben und dann uns ärgern, dass es unter der Basis ist, ja. So, jetzt brauchen wir mal noch mal ein bisschen Eisen hier. Also jetzt wird es hier langsam ein bisschen blöd hier mit dem Eisen. Also ich denke, hier wird, weiß ich nicht, wird hier auch Wasser stehen nachher? Ich weiß es nicht. Ich gehe nicht davon aus. Also hier denke ich mal nicht. Worauf ich aber keinen Bock habe, ist, dass hier hinten nachher Wasser drin ist, weil dann kommen wir da nämlich nicht mehr rein. Ja, in diese Fahrzeuge. Also ich glaube nicht, dass die voll Wasser laufen. Das wäre auf jeden Fall ein blöder Patch, wenn das so wäre. Ja,
So. Und der Plan ist jetzt auch, die Basis hier so zu bauen, dass wir auf jeden Fall auch eine Oberfläche haben, auf der wir laufen können. Also ich würde ja vielleicht sogar sagen, dass wir hier irgendwie so hier irgendwie anfangen, Fundamente zu bauen. So, gibt es da irgendwie einen Trick, wie man das so machen kann, dass man die Fundamente nicht jedes Mal neu aussuchen muss? Kennt ihr den Trick? Wir probieren es mal aus, was passiert. Wir probieren das mal mit Shift. Ne, mit Shift geht's nicht, okay. Wir probieren es mal mit Alt. Ne, geht auch nicht. Ja, das ist jetzt natürlich blöd, ja. So. Ja, hier müssten wir dann irgendwie dann noch eine Treppe hinbauen. Das machen wir dann auch noch. Aber ich würde meine Basis gerne hier oben haben, weil dann sind wir ziemlich weit oben und dann ist das eigentlich ganz cool. Ja. Sieht zwar irgendwie komisch aus, weil es dann in der Luft hängt, aber ja, es ist wie es ist. Ja, wir haben kein Eisen mehr und keinen Sauerstoff, genau. Das heißt, wir müssen jetzt erstmal los. Fallschaden gibt es ja, das haben wir ja schon festgestellt. Haben wir noch Sauerstoffflaschen? Ach, wir haben noch Sauerstoffflaschen bei. Fallschaden gibt es, das haben wir festgestellt. Das heißt, da müssen wir auch ein bisschen aufpassen, dass wir nicht von zu weit oben irgendwie runterklatschen. Na. So, wir hätten jetzt natürlich auch schon einfach einen Basisblock hinbauen können, aber das wollte ich jetzt noch nicht machen, weil ich erstmal die Basis als grundlegenden, also als mit den Foundations quasi, ne, erstmal haben will. So. So, wir brauchen noch ein bisschen Eisen. Ja, das wird dann schon irgendwann nervig hier, die Sucherei nach dem Zeug, aber wenn wir dann nachher Bohrer haben, dann ist das ja egal. So, Sauerstoff, genau. Sauerstoff widrig. Sauerstoff siedrig oder so. Ah ja, guck mal, das sieht doch geil aus. Da bauen wir unsere Basis hin. Wie gesagt, wir machen hier natürlich noch mehr. Hier kommen dann noch andere Räume mit Leitern und so. Das machen wir alles noch. Aber ich will jetzt einfach mal ein bisschen hoch hier. Ein bisschen hoch hinaus. Also so können wir ja zu unserer Basis im Prinzip auch kommen, so wie wir hier gerade hochgeklettert sind. Das sieht auf jeden Fall so. Das ist ein bisschen ärgerlich, dass man das hier immer so neu anklicken muss. Aber da gibt es bestimmt einen Trick, den ihr mir bestimmt verraten könnt. Den wisst ihr bestimmt. Ihr wisst den. Könnte ich wetten, dass ihr den wisst. So, das wäre jetzt hier unsere Basis. Erstmal unser erster Raum. Oh, den habe ich natürlich richtig geil platziert. Richtig geil gemacht. So, jetzt nochmal. Nein, so nicht. Moment. So, noch ein bisschen zurückziehen das Ding. Noch ein bisschen. Und jetzt hier rüberschieben. Na, nicht hoch. Da. Ja, so ist schon besser. So ist besser. So ist besser. So, jetzt gucken wir mal nach einer Treppe. Da hätten wir hier eine Eisentreppe. Wie können wir die drehen? Mit M und N? Nein, mit Q? Nein, mit Q können wir sie nicht drehen. Wie war denn das mit dem Drehen? Achso, mit der Maustaste. Alles klar. So, da hätten wir jetzt unsere Leiter. So, und dann brauchen wir jetzt hier noch eine Tür. Dann brauchen wir wieder Eisen. Dann brauchen wir noch eine zweite Leiter hier. Oder brauchen wir noch eine dritte und eine vierte Leiter? So, jetzt geht uns langsam der Sauerstoff aus. Wir haben noch eine Flasche. Ich bin nicht in Panik. Nein, nein, das ist alles gut. Das ist jetzt wieder, wie gesagt, nur provisorisch hier, um jetzt schnell da jetzt mal eine Tür reinzukriegen. Wir brauchen ja eh noch Wasser. Also von daher, eine Flasche Wasser haben wir ja noch. Ja, man sieht schon, also das Eisensuchen ist schon anstrengend hier. Also es ist gar nicht so einfach, hier was alles zu finden, was man braucht. Aber wie gesagt, wir haben ja auch hier noch in den Raumschiffen einen Haufen Kisten gehabt, wo noch Eisen und all ein Scheiß drin war. Das haben wir alles nicht mitgenommen. Weil wir ja gesagt haben, ja, Eisen brauchen wir nicht, aber jetzt brauchen wir es halt. Ja, also, dann haben wir unsere Basis auf jeden Fall weiter oben. Ich weiß nicht, wie das dann ist mit dem Strom, ob wir hier drin dann einen Bohrer aufbauen können. Das müssen wir dann mal ausprobieren, ob das geht. Die Frage ist, wie viel Zeit haben wir jetzt noch? Ja, also wenn ich jetzt gucke, wir sind schon bei 5,71. Also vielleicht sollten wir jetzt mal anfangen, die Bohrer und das abzuschalten. Oh ja, da unten läuft das Wasser schon voll. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Weil dann ist unsere Basis nachher nicht mehr erreichbar für uns, weil die dann unter Wasser liegt. Und das wäre ja blöd. So, jetzt bauen wir hier eine Tür ein. So, jetzt können wir erstmal Sauerstoff hier ziehen. So, und jetzt gucken wir mal nach einer Treppe, ob wir hier noch eine dazu bauen können. Oh, das kann man tatsächlich. Ja, Hydrationsniveau niedrig, ich weiß. Ja. Und ich weiß jetzt nicht, ob wir dann nachher hier ein Problem kriegen mit dem Wasser oder so. Ich weiß nicht, ob die, wenn die dann im Wasser ist, aber ist mir ja dann auch egal.
Oh ja, da war gerade das Zeichen, dass die sich connected haben. Ah, seht da, guck mal. Ach, die ist natürlich nicht in der Mitte. Oh, da werde ich mich immer drüber ärgern. Aber ist egal. Ich ärgere mich ja meistens nicht. So, okay. Dann haben wir das auch fertig. Dann würde ich sagen, können wir gleich mal, wenn wir Platz haben, hier die Räume ein bisschen erweitern. Dass wir hier gleich schon mal ein paar Sachen reinstellen können. Ja, uns fehlt schon wieder Eisen. Okay, dann fangen wir an. Nein, nein, nicht darunter springen. Dann fangen wir jetzt mal ganz schnell an, hier den Schnatter da drüben abzubauen. Obwohl, jetzt habe ich ja wieder irgendwelches Scheiß in der Hand genommen. Das ist ja eigentlich blöd. Was kostet ein Schrank? Ein Schrank. Kostet noch 2 Eisen. Dann mache ich nämlich erstmal mein Inventar leer. Und dann können wir anfangen, da drüben abzubauen. Also ihr seht schon, das wird jetzt langsam, geht jetzt langsam unter Wasser da alles. Und wir müssen jetzt anfangen, die Bohrer und alles abzubauen, damit wir jetzt keine TIs mehr generieren. Weil je mehr TIs wir generieren, desto eher ist das Wasser da. Und das wollen wir ja nicht, ne? Das noch nicht. Noch wollen wir das nicht. Das sieht ein bisschen scheiße aus. Hier müssen wir noch was unterbauen. Das sieht nicht schön aus. Nicht schön sieht das aus. Oh, alles klar. So, jetzt machen wir hier mal einen Schrank hin. Den stellen wir gleich mal am Anfang hin. Das ist ja nur provisorisch. So wie es immer bei mir ist. Nur provisorisch, genau. Ach ne, warte mal, stellen wir mal auf die Seite, weil zu der anderen Seite will ich ja dann bauen. So, was zu essen brauchen wir nicht, aber wir brauchen was zu trinken. Okay. Ja, jetzt müssen wir anfangen hier, jetzt müssen wir aufhören hier. Dann müssen wir jetzt mal die Bohrer alles wegbauen. Wie gesagt, sonst geht das hier zu schnell alles, ne? Da könnte man sich auch überlegen, ob man den jetzt gleich irgendwie ein paar größere Bohrer baut. Ja. Platz haben wir noch. Wird wahrscheinlich nichts werden. Da dachte ich mir. Oh, das Wichtigste hier, das Aluminium bleibt hier liegen. Naja gut, das bleibt ja da liegen. Da passiert ja nichts. Oh, ihr seht schon, das Wasser ist schon ziemlich hoch. Oh, jetzt müssen wir uns beeilen. Ob wir das noch schaffen? Na, wir müssen aufpassen. Wir müssen jetzt... Theoretisch reicht es ja auch, wenn ich den Strom einfach ausknipse. Dann müsste das ja auch gehen. So, der Schrank ist schon wieder voll. Ja, jetzt müssen wir mal sehen, dass wir an unsere Kisten noch rankommen, den Scheiß aus unseren Kisten rausholen, weil ich glaube, die kann man nämlich nicht mehr, die kann man nicht mehr zugreifen, wenn die unter Wasser sind. So, Wasser haben wir. So, den hier zerlegen wir auch mal. Okay, haben wir. Können wir das Ding eigentlich? Demontieren nicht möglich, nicht leer. Ah ja, stimmt die Geschichte. So. Okay, das Ding können wir nicht zerlegen scheinbar. Ne, können wir nicht zerlegen. Okay. So, jetzt die Frage, wenn wir die Veggie-Tube zerlegen. Achso, wegen Inventar, ja. Okay. Haben wir. Oh yeah. Scheiße, das ist jetzt blöd. Egal. So, was war das für ein Veggie-Tube? War das T3? Ich glaube, das war T3. Ich weiß es nicht mehr. So. Ey. Nochmal. Oh, wir haben kein Eisen, ey. Mann, ey. Wir müssen uns beeilen. Eisen. Achso, mehr Eisen haben wir nicht. Okay, dann können wir hier schon mal das Wasser reintun. Das brauchen wir nicht, das brauchen wir nicht. Ah, der Schrank ist schon wieder voll. Ah, scheiße. Noch einen Schrank bauen. Ach, kein Eisen. Warum denn nicht? Ich habe doch Eisen. So, jetzt nochmal einen Schrank bauen. So,
Jetzt die ganzen Sachen da rein. Okay, haben wir. Ja, ich wollte eigentlich da drüben noch was bauen, aber ich will jetzt erstmal in meine Kisten ran, weil hier, ja. Jetzt mit den TIs hier, das läuft hier gerade so fies. Da müssen wir jetzt mal hier aufpassen. Genau, so ist gut. Okay. Hammer. Jetzt ist hier kein Strom mehr, das heißt, jetzt dürften keine TIs mehr generiert werden. Ich weiß nicht, werden die noch generiert? Weil der Terraforming-Prozess läuft ja schon. Oder läuft noch? So, die Generatoren machen wir hier hin. Ja, die stellen wir hier oben hin irgendwo. Was? Oh, was war denn das gerade? Oh, die kann ich da nicht hinstellen. Warum nicht? Ich will die aber hier oben hin haben. Ja, so ist geil. Wo ist denn jetzt meine Basis? Da ist meine Basis, genau. Oh. Schön im Berg drin hier. Okay, Strom ist wieder hergestellt. Okay, das heißt, der Strom gilt überall. Okay. Okay. Oh, wir haben Alginator oder sowas freigeschaltet. Okay, das heißt, der Strom gilt überall. Egal, wo wir den auf dem Planeten aufbauen. Na, das ist ja auch interessant. Aber den kann ich jetzt schon nicht mehr aufnehmen hier. Oh, das ist doch scheiße. Das ist doch scheiße. So. Können wir hier noch auf unsere Kisten zugreifen? Ja, können wir noch. Hätte man die blöden Generatoren mal weglassen sollen, wa? Aber die kann ich mir jetzt nicht in mein Inventar stecken. Das funktioniert nicht. So. Windkraftanlagen. Oh, wieso kann ich die nicht hier hinstellen? Oh Mann, hier wäre es doch so schön. Oh Mann, das ist ja blöd. Ja, die können nur hier hingestellt werden. Nee, das will ich nicht. Nee. Okay, dann lass mich mal gucken. Können wir hier ein Fundament setzen? Hier können wir auch nicht mal ein Fundament setzen. Was ist das für ein Scheiß? So. Naja, der Strom gilt also überall auf dem Planeten. Na, das ist irgendwie ein bisschen komisch. Ist schon nicht. Aber ja, gut, es ist denn so. Inventar ist nicht leer. Naja. So, wie viel Platz haben wir noch im Inventar? Ja, haben wir noch. Okay, dann müssen wir bloß mal sehen, dass wir den Wassersammler dann aufbauen. Ach. So, was ist das hier? Ja, den kann ich auch wegbauen, alles klar. Hier ist es kein Problem. Okay. So, dann jetzt aber ganz schnell hier.
Ja, wir müssen eigentlich die Generatoren abbauen, damit die TIs aufhören. Sonst steigt das Wasser immer weiter. Das macht mich hier gerade, das macht hier gerade ein bisschen Stress. Da habe ich keinen Bock drauf eigentlich. So, Herstellungsstation T2. Können wir hier wieder in der Ecke stellen? Obwohl, nee, in der Ecke ist eigentlich blöd, weil wir wollen ja noch da weiterbauen. Also stellen wir sie hier hin. Und dann noch den Fabrikator. Wieso geht denn damit? Hä? Na gut, den können wir ja später noch aufbauen. Wichtig ist, dass... Na, den habe ich jetzt verkehrt rum hingestellt. Verstehe ich nicht. Auf dem Dings sah er aber so aus. Egal. Hier ist der Monitor. Der Monitor ist vorne, oder? Ja, so ist der Monitor. Alles klar. Genau, jetzt können wir Wasser und Sauerstoff herstellen. Das ist okay. So, die Veggies müssen wir draußen hinstellen. Ah, ich jetzt den Ding... Ah, ich wieder nicht leer gemacht. Ah. So, die Veggies stellen wir hier draußen hin. Haben wir da T3 jetzt gehabt? Ja, Silizium brauchen wir noch. Hier ist noch Silizium. So, die brauchen wir nicht. Hier haben wir Silizium. Alles klar. So. So, Veggie-Veggie-Veggie-Tube. Hä? Die kann ich da nicht draufstellen? Oh, was ist denn das, ey? Das ist doch Blödsinn, was hier passiert hier gerade. Aber ist egal. Kommen die Veggie-Tubes halt hier hin. Ja, ich weiß, das ist jetzt total blöd, die Veggie-Tube dahin zu stellen, weil die dann auch wieder TIs generieren. Aber ja, ich muss ja irgendwie das Material loswerden. Magnesium, Silizium, ja gut, das machen wir jetzt nicht. Das ist jetzt hier Quatsch. Dann bauen wir lieber noch einen Schrank und dann ist gut. Ich muss ja das Inventar leer kriegen. Okay. Okay, so, dann brauchen wir noch einen Schrank. Brauchen noch zweimal Eisen. Ja, wir können dann vieles nicht mehr bauen, weil wir das Eisen dafür verbraucht haben für die Schränke, aber das ist mir jetzt egal. Ich muss jetzt erstmal hier da unten das vorm Wasser bewahren. Einmal Wasser, einmal Dings haben wir, genau. Ja, das ist sehr ärgerlich, dass das hier so ist. Aber gut, wir können es nicht ändern. Es ist, wie es ist. So. Das nehmen wir noch mit. Das haben wir. Den zerlegen wir. Den zerlegen wir. Das können wir nicht zerlegen. Ach, der ist ja auch noch voll, der Schrank. Ja. Ah, den können wir zerlegen. Den können wir zerlegen. Oh, und den auch noch. Ja, jetzt ist voll. Alles klar. Naja, dann müssen wir mal gucken, dass wir das jetzt hier so hinkriegen. Wir werden jetzt erstmal den Generatoren wieder abbauen, weil es ist hier, wir haben schon 6,59. Das Wasser steigt zu schnell. Ich habe die Generatoren angeschlossen. Das ist doof gewesen. Das war doof. Die müssen jetzt erstmal aus. Dann haben wir nicht so eine Panik hier beim Basteln. So. Okay. Hier ist alles voll. Hier ist auch alles voll. Müssen wir noch einen Schrank bauen. Ach Mann, ey. Müssen wir Eisen sammeln gehen danach, wenn wir unsere Basis wieder aufbauen wollen. Aber das ist ja jetzt erstmal egal. Wichtig ist ja erstmal, dass wir nicht sterben. Beziehungsweise, dass nicht unsere Basis da irgendwo unter der Erde versinkt, unterm Wasser versinkt. Das ist jetzt erstmal wichtig. Den Rest machen wir dann später. So. 24 Minuten haben wir schon. Mein Encoder sagt schon wieder, er ist überlastet. Das ist total lustig, weil eigentlich sollte das nicht so sein. Aber naja. So, dann nehmen wir den hier gleich mal mit. Was habe ich denn jetzt zerlegt? Hm? Hä? Warum kann ich das nicht zerlegen? Will ich mich jetzt verarschen? Ach so, weil die Kiste damit dazugehörte. Eieiei, jetzt liegt das hier rum. Eieiei, okay, wir müssen uns beeilen. Schnell ab in den Schrank damit. Ja,
Also, okay. Panikmache war schon wieder übertrieben. Warum hast du nicht immer das gemacht? Warum hast du nicht das gemacht? Warum hast du nicht das gemacht? Naja, weil ich es eben so spiele. Und ja, gucken wir mal, ne? Wie weit wir jetzt hier kommen. Und Material haben wir ja ein bisschen was. Wichtig ist nur, dass die teuren Sachen halt jetzt nicht verloren gehen. Die halt viel kosten. Ja, also hier die Stäbe und das alles. Das wäre schon ganz geil, wenn ich die nicht verlieren würde. Ach, das war hier draußen. Ja, hier beim Erzextraktor war das. So, Hammer. Gut. Nein. Okay. Zum Glück brauchen die Solaranlagen ja keine direkte Sonne. Ja, das ist ja schon mal gut zu wissen. Dann brauchen wir hier auch nicht rumspielen mit Ausrichten und so, so wie wir das bei Dings machen, bei Station News. Da müssen wir ja tatsächlich darauf achten, dass die richtig stehen, aber hier ist das nicht der Fall. So, hatte ich jetzt noch eine abgebaut? Wie viel habe ich denn abgebaut? Ne, drei habe ich auf jeden Fall nicht abgebaut, also dann hätten wir auch wieder drei bauen können. So, okay, dann hatten wir da unten noch die Kiste, die wir auf jeden Fall noch leer machen müssen. Aber das finde ich ehrlich gesagt ein bisschen schade. Also, dass man da so irgendwie, da wird man irgendwie alleine lassen als Spieler und man weiß überhaupt nicht, dass jetzt das Wasser kommt. Ja, also man weiß, man will terraformen, aber man weiß ja gar nicht, dass da, wo man angefangen hat, da wird das Wasser kommen. Ja, super geil. Da musst du deine Basis umbauen. Ich meine, gut, das hat auch einen Vorteil, dass man eben gezwungen wird umzubauen, wie das, was wir jetzt hier gerade machen. Das ist ja auch ganz nett. Mal wieder ein bisschen Bewegung ins Spiel. Ja, also von daher, so prinzipiell wollte ich mich da ja gar nicht beschweren. Ja. Manchmal hört auch die Musik einfach auf. Da müsst ihr euch dann nicht wundern. Das ist manchmal so bei dem Spiel. Okay, so, jetzt haben wir alles verbraucht. Ja, jetzt machen wir hier nochmal ein bisschen Sauerstoff rein, dann schmeißen wir hier noch ein bisschen was in den Schränken, wir schmeißen Sachen in den Schränken, genau. So, die teuren Sachen nehmen wir mal nach da. So, und dann haben wir ja wieder ein bisschen Zeit. Ja, dann ist ja wieder ein bisschen Zeit wieder da und dann müssen wir halt nur aufpassen, dass wir halt noch an unsere Kisten rankommen. Also hier kommen wir zum Beispiel schon wieder nicht mehr ran, ja, das seht ihr, das kann ich nicht aufsammeln. Hier, der Schnatter ist hier bald nass, also das heißt, ja. So, was ist mit unserer Rakete hier? Ach, die können wir noch einstecken, okay. So, die Veggie Tube können wir noch und können wir noch zerlegen. Und das wird ein Problem werden hier. Also da weiß ich noch nicht, wie das gehen soll hier. Hydration niedrig, okay, dann ziehen wir hier nochmal Wasser. Ziehen wir hier nochmal das Osmium raus und jetzt brauchen wir wieder Eisen, weil wir brauchen Schränke. Wir können das alles nicht lagern, nicht verbauen, was wir hier gerade gelagert hatten. Also wir hätten erst die Schränke leer machen müssen mit den Schränken und dann, naja, ihr wisst, was ich meine. Egal. Kriegen wir hin. Wir kriegen das hin. Keine Panik machen. Einfach ganz in Ruhe weitermachen. So. Und zwar werden wir jetzt noch einen Schrank bauen. Wie gesagt, da wird uns jetzt einiges an Eisen verloren gehen. Das müssen wir dann nachher wieder farmen, ja, um ja, die Sachen dann wieder herzustellen, wo das Eisen jetzt quasi fehlt. Aber das kriegen wir hin. So, und dann haben wir ja erstmal wieder ein bisschen Zeit. Ja, weil das Wasser muss ja dann erstmal bis hier hochkommen und bis dahin haben wir schon irgendwas gemanagt. Ich meine, wir können ja, wir sind ja Jesus, wir können übers Wasser laufen. Scheinbar, weiß ich nicht. Sieht so aus. Keine Ahnung, weiß ich noch nicht. Werden wir dann sehen.
So, die können wir natürlich alle nicht verwenden. Wir werden aber mal den hier lassen und die mitnehmen, weil wir nämlich, weil wir eigentlich hier, wir können den noch mal essen. Dann können wir das Titan noch mitnehmen. Aber den Schrank können wir noch nicht leer machen. Das ist schade. Naja. Wie gesagt, die Chips können wir ja auch nicht, können wir ja auch nicht verwenden. Da ist ja auch irgendwas mit faul, weil entweder habe ich schon alles erforscht oder diesen Buggy, weiß ich noch nicht. Naja. So, das war's für die erste Umzugsfolge. Wir sehen uns dann in der zweiten und dann sollten wir, denke ich mal, soweit sein, dass wir hier wieder uns unsere Basis in Ruhe aufbauen können. Ja, und wir brauchen natürlich noch mehr Eisen, weil wir noch mehr Schränke brauchen. Ja, also wir brauchen noch mehr Schränke. Das ist leider, leider sehr ärgerlich, aber ich kann es nicht ändern. Ja, also gut, dann sehen wir uns in der nächsten Folge, wenn es wieder heißt Planet Crafter. Wir sind noch nicht tot. Bis denn. Tschüss, euer Chris.